Danke, Herr Präsident, Herr Minister, Kollegen im Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmen. Ja, wir haben es jetzt gerade gehört, medizinisch ist es nicht begründbar, aber die Testkapazitäten sind es, warum wir das Ganze machen. Fakt ist, die Sondersitzung des Nationalrates und auch in Wahrheit diese Tagesordnungspunkte oder dieser Tagesordnungspunkte der heutigen Sitzung wären ja gar nicht notwendig gewesen, denn der Gesundheitsminister, also Ihr Vorgänger, der hat ja auch bisher alles immer per Verordnung schon festgelegt, wer mit welchem Nachweis wo, wann, wohin darf. Dann hätte man eben die Verordnung entsprechend an die Impfung angepasst. Und worum geht es jetzt also, dass man dann trotzdem das veranstaltet? In Wahrheit geht es um Inszenierung, wie so oft. Denn Sebastian Kurz, der Allmächtige, unser Heiland, der es zuerst geschafft hat, zusätzliche Impfdosen für Österreich zu organisieren, ist jetzt quasi der Erfinder in Sachen grüner Pass in der EU. Mitnichten, meine Damen und Herren, mitnichten. Alles nur billige Showpolitik. Also genau genommen sauteure Showpolitik. Der Steuerzahler darf für diese ÖVP-Kurzpropaganda bezahlen. Und das ändert auch nichts daran, dass wir weder mehr Impfdosen von BioNTech Pfizer bekommen, noch dass Kurz irgendetwas erfunden hätte. Der Kanzler behauptete auch bis heute, er hätte die Balkanroute geschlossen und wir wissen in Wahrheit, dass im Schnitt täglich 55 Personen illegal österreichischen Boden betreten und die Hälfte davon über die Balkanroute. Zusammengefasst kann man sagen, wenn uns die ÖVP etwas erzählt oder erklärt, dann kann man davon ausgehen, dass die Hälfte einmal falsch ist und der Rest ist gespickt mit Halb- und Unwahrheiten. Zurück zum grünen Pass oder sogenannten grünen Pass. Wir alle dürfen jetzt Kanzler Kurz auf Knien kriechend danken, dass er uns Teile unserer Freiheit zurückgibt, die aber er zuvor eingeschränkt hat. Und wenn ich höre, sie geben uns unsere Grundrechte zurück, nein, falsch. Meine Damen und Herren, ein Grundrecht, und darum heißt es ja so, ist unteilbar und das können Sie uns gar nicht wegnehmen. Also zumindest nicht in einer Demokratie und soweit ich weiß, leben wir noch in einer Demokratie. Auch wenn diese ÖVP sich manchmal so benimmt, als wären wir in einer Art Diktatur. Es gibt ja nämlich in Wahrheit nur eine Wahrheit, nämlich die Wahrheit der ÖVP und diese Wahrheit ist ja alternativlos, wie wir wissen, ne? Da kann ich nur sagen, Kim Jong-un lässt grüßen. Und anstatt, dass sich diese Regierung und diese Kritik richtet sich auch an Sie, Herr Minister, echte Vorbilder nimmt, die das Beste für ihre Bürger wollen, nimmt man sich Staaten wie China als Vorbild. Dort, wo die totale Überwachung den supergläsernen Bürger hervorbringt. Der Staat weiß dort, was, wann, wo, wer sich mit wem trifft. Und wenn das, was dort passiert, dem Staat missfällt, dann schränkt er sie ein. Dann können sie vielleicht nur mehr 10 Euro von ihrem Konto pro Tag abheben. Abhängige Bittsteller statt unabhängiger Bürger. Das würde wahrscheinlich auch der ÖVP bei uns so gefallen, aber meine Damen und Herren, das wird es mit uns Freiheitlichen so nie spielen. Und der Herr Bundesrat Hübner hat es ja vorhin gesagt, Florida. Florida wäre so ein Beispiel für ein gutes Vorbild. Der Gouverneur von Florida sagt, und ich zitiere, es ist völlig inakzeptabel, dass eine Regierung, dass Behörden oder dass private Unternehmen Bürgern vorschreiben, dass sie einen Impfnachweis oder einen Testnachweis vorzeigen müssen, um am täglichen Leben teilzunehmen. Zitat Ende. Am täglichen Leben, meine Damen und Herren, wir reden nicht davon, dass Sie mit dem grünen Pass auf die Malediven fliegen oder dass Sie mit dem grünen Pass nach Australien fliegen, sondern es geht darum, ob Sie am Abend bei Ihrem Wirten ums Eck ein Bier trinken dürfen. Es geht darum, ob Sie in Ihrer Lieblingskonditorei
einen Kaffee zu sich nehmen können. Es geht darum, ob sie ins Fitnessstudio dürfen und es geht darum, ob sie beim nächsten Fußballspiel in der Kantine ein Wurstzimmerl konsumieren dürfen. Darum geht es, meine Damen und Herren. Und Sie, meine Damen und Herren von Schwarz-Grün, Sie machen aus ungeimpften Bürgern, und das muss ja auch jedem freistehen, ob er sich impfen lässt oder auch nicht, Sie machen aus diesen Menschen Bürger zweiter Klasse. Diese Regierung teilt das Land auf in die Braven, die nach 1,5 Jahren Angstpropaganda nun ja auch alles genauso machen, wie es diese Regierung will. Und ja, ich kann es nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, dass viele Menschen Angst haben und auch, dass sie sich nicht länger einschränken lassen wollen. Diese Regierung hat 1,5 Jahre alles gemacht, das die Menschen eingeschüchtert hat. Diese Regierung hat zwar beim Schutz der älteren Menschen in den Alten- und Pflegeheimen versagt. Diese Regierung hat unzählige Arbeitsplätze vernichtet, Firmen in die Pleite getrieben. Diese Regierung hat unzählige Kollateralschäden unvorstellbaren Ausmaßes fabriziert. Und diese schwarz-grüne Regierung hat es geschafft, dass Kinder und Jugendliche ein ganzes Bildungsjahr verloren haben. Und diese Regierung hat die Kinderpsychiatrien gefüllt. Diese Regierung hat Selbstmorde zu verantworten und auch Tote, weil diese nicht behandelt wurden. Und diese Regierung hat ein verfassungswidriges Gesetz nach dem anderen produziert. Diese Regierung hat es verabsäumt, genügend Impfstoff zu kaufen für jene, die sich impfen lassen wollten. Die Diskussion haben wir schon seit Monaten. Und diese Regierung hat es auch verabsäumt, auch nur irgendwelche validen Daten zu sammeln und auch vorzuweisen, welche ihre Corona-Maßnahmen nur annähernd wissenschaftlich rechtfertigen würden in Österreich. Diese Regierung hat den Großteil der Bevölkerung mit Hilfe der gekauften Medien eingeschüchtert, in Angst und Unruhe versetzt. Und darum verstehe ich jeden, der impfen geht und allen Ernstes glaubt, dass sich dann damit etwas ändern wird. Und ich fürchte, meine Damen und Herren, nein, das wird es nicht. Gestern war zu lesen, dass Österreich 42 Millionen Impfdosen für die Drittimpfung gekauft hat. Und auch der Herr Minister Mückstein spricht heute ganz unverblümt aus, dass fröhlich weitergeimpft werden wird. Dritte Impfung, vierte Impfung, jetzt natürlich auch die Kinder. Also seien Sie versichert, diese Regierung treibt das Spiel noch weiter. So lange, bis der letzte ÖVPler genügend an den Corona-Maßnahmen verdient hat, koste es, was es wolle, so lange, bis jeder Bürger dieser Regierung willfährig aus der Hand frisst. Und die Bösen in diesem Land, die sich nicht impfen lassen wollen, die um ihre Grund- und Freiheitsrechte kämpfen wollen, die werden weiter drangsaliert. Sie werden genötigt, sich impfen zu lassen, ansonsten verlieren sie ihren Job. Da haben wir unzählige Mails dahingehend. Also eh freiwillig quasi. Ach so, das stimmt nicht, der Herr Kollege Schreuder weiß das. Sie werden als Idioten und als Gefährder hingestellt. Und apropos Gefährder, da habe ich dann auch eine Frage, vielleicht auch gleich an den Herrn Minister, Sie sind ja auch Arzt. Eines müssen Sie mir noch erklären, wenn ein Ungeimpfter ein Gefährder ist für einen Geimpften, was bringt dann die Impfung dem Geimpften? Können Sie das erklären? Also dieser grüne Impfpass ist kein Schritt in Richtung Freiheit, es ist ein Schritt in Richtung Abhängigkeit vom Staat, von totaler Kontrolle und Überwachung. Der grüne Pass ist ein staatliches, polizeiliches Führungszeugnis, ein Gnadenakt der Regierung, um als Staatsbürger und Steuerzahler am halbwegs normalen Gesellschaftsleben teilnehmen zu dürfen. Meine Damen und Herren, wir Freiheitliche stehen für Freiheit und für die Grundrechte des Einzelnen. Und niemand muss sich stechen lassen, um Freiheitsrechte zu bekommen. Heute Morgen habe ich auf der Public Health Seite ein interessantes Statement zum grünen Pass gelesen. Und wenn ich hier erinnern, die Kommentare
vereinzelt gehört habe, dann ist das noch viel passender. Für den grünen Pass gibt es keine medizinische oder gesundheitliche Begründung. Er ist eine rein politische und wirtschaftliche Entscheidung. Wie auch immer, das Chaos ist vorprogrammiert. Zitat Ende. Meine Damen und Herren dieser schwarz-grünen Regierung, Ihnen möchte ich schon eines sagen, schämen Sie sich in Grund und Boden. Seit Corona gibt es ja anscheinend nur noch getestet, genesen und geimpft. Nur gesund, das gibt es offenbar nicht mehr. Und ich sage Ihnen auch noch etwas. Ich sage Ihnen, Freiheit ist nicht impfbar. Und nur in einer wirklich kranken Gesellschaft muss ein gesunder Mensch beweisen, dass er gesund ist.